Okay, ich bin Wolfgang, Delta Fox 5 Kilo Charlie und präsentiere hier in Friedrichshafen drei Loop-Antennas von der Firma Mazzoni in Verona, Italien. Wir haben einmal die MIDI-Loop-Antenne mit einem Durchmesser von 2 Metern, die ausschließlich aus Aluminium gefertigt ist mit Teflon-Isolatoren. Wird geliefert in 4 Teilen zum eigenen Zusammenbau und besteht aus der Halterung, die gehört immer dazu, den Viertelstücken, dem großen Kondensator, dem Stellmotor darunter, dem Stub und dem Anschlusskabel. Dazu wird geliefert die ATU 2.0, die modernste, die wir im Moment haben. Dazu gehört die Tastatur zum erstmaligen Einstellen der Antenne und das Netzteil für das Gerät wird mitgeliefert. Das ist mein eigener, privater KX2, der jetzt angeschlossen ist und die nächste Loop steuert. Und das ist die Stealth Loop. In erster Linie gedacht für Nutzer, die ihre Antennen verstecken müssen, weil sie Probleme mit ihren Nachbarn haben. Die muss im Gegensatz zur Loop, die ich zuerst vorgestellt habe, auf dem Boden stehen. Die anderen Loops in einer Höhe zwischen 1,50 Meter und 2,50 Meter, da sind die gut aufgehoben. Und die ist pulverbeschichtet, auch mit Teflon-Isolatoren. Wie gesagt, hier Feder mit Achse und bewegen tut sich beim Justieren nur dieser Teil. Der andere ist statisch. Die Bodenabstände der Antennen, die werden mit diesen Schrauben hergestellt, weil da kommt es wirklich auf die Zentimeter an. Den Abstand zum Fußboden oder zum Ground haben wir hier auf dem Holztisch, der eigentlich dafür gar nicht geeignet ist, mit Aluminiumfolie nachgebildet. Das ist im Moment der optimale Abstand. Und wir kriegen da 1 zu 1,2, 1 zu 1,3 SWR hin, momentan. Dann haben wir hier die kleine Variante, die einen Frequenzbereich zwischen 10 Meter und 40 Meter bestreicht. Und in dem Fall sogar mit Camouflage-Pulverbeschichtung versehen ist, was allerdings einen ziemlichen Aufpreis bewirkt. Also der Aufbau ist sehr ähnlich zu dem großen Exemplar, was den Frequenzbereich zwischen 80 Meter und 20 Meter streicht. Und die muss auch nicht zusammengebaut werden. Die wird im zusammengebauten Zustand geliefert. Auch den Stellmotor wieder in der Mitte. Der Plattenkondensator ist oben abgedichtet und absolut sicher gegen Schnee und Regen. Und die Garantie dafür, dass die Plattenabstände gewahrt bleiben, wird durch diese schwarze Teflonklammer auf beiden Seiten gewährleistet beim Eintauchen der Platten ineinander. Zum Ansteuern brauchen wir nur dieses zweipolige Kabel. Dieses Kabel ist auch wieder dabei. Und wir haben hier das gleiche Steuergerät. Das Steuergerät ATU 2.0 kann jedes dieser drei Antennensysteme steuern und beim erstmaligen Einrichten findet er sogar alleine, welche Antenne angeschlossen ist. Man kann bei modernen Geräten die CAT-Schnittstelle nutzen, um alles zu steuern und wir haben im Moment Kabel für ICOM, Yaesu, Kenwood, Flex Radio und Elecraft. Die Möglichkeit, alte Transceiver zu benutzen, die keine CAT-Schnittstelle haben, existiert allerdings auch. Wir können nämlich mit der Tastatur erstens die Frequenz händisch eingeben, die Möglichkeit, einfach mit Pfeiltasten die Frequenz rauf zu justieren oder runter zu justieren. In verschiedenen Geschwindigkeiten haben wir ebenfalls. Und die Leistung, die maximale Leistung, die diese Antenne verträgt, sind im Bereich zwischen 40 Meter und 15 Meter, sind
450 Watt und zwischen 22 und 29 MHz sind sogar 1 Kilowatt. So, die Stealth-Antenne ist nicht ganz so leistungsfähig, aber die Plattenkondensatoren sind filigraner ausgeführt und daher empfehlen wir im Moment nicht mehr als 125 Watt anzulegen. Aber es ist in der Produktion eine Kunststoffabdeckung für die Plattenkondensatoren, sodass kein Regen da eindringen kann. Dann wird die auch mehr Leistung vertragen. Im Moment war es das. Ja? Vielen Dank fürs Interesse. Okay.